Kommt noch ein Game? Es kommt noch ein Game. Nee, ich kann dir nachher einen Chatlog schicken. Ja, ja, es kommt noch eins. Es ist das Finale jetzt. Ah, okay. Und das wird leider Gottes nochmal. Ey, es war schon immer mein Traum, an der Gameshow teilzunehmen. Ne? Ja, ich bin hier. Richtig happy einfach. Ja, there you go. Welcome. Also, ich sag's ganz ehrlich. Ich sag's jetzt mal, ich bin mal ganz plain, ja? Also, Vince, es wird für dich tatsächlich, glaube ich, schwierig noch aufzuholen. Ich glaube auch, ja. Aber, das ist nicht schlimm. Halt nicht darum. Nein, es geht ja auch sowieso nicht darum, ja? Aber ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, fast zu behaupten, war maybe knapp. Aber auf jeden Fall zwischen Andi und Feldi kann es noch richtig zum Battle kommen. Das ist noch möglich. Oh, let's go. Seid ihr ready fürs letzte Game? Lieber Chat, ja, seid ihr ready? Ja. Und aufgeregt. Aber ich tue mich echt schwer, ne? Wer es von den beiden wird, ne? Ganz ehrlich. Das wissen wir auch noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht. Lass mich das Game erst erklären. Okay. Und dann machen wir wieder einen letzten Community Vote. Letztes Spiel. Koffer packen. Wir haben das Ende einer Reise erreicht und müssen unsere Koffer packen. Was nehmen wir denn mit? Ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb, Alter, wenn es das ist, was es ist. Was nehmen wir denn mit auf diese Reise? Oh nein. Unsere Reise ist vorbei. Wir haben aber leider Gottes nur eine begrenzte Auswahl an Dingen, die wir mitnehmen können. Mein Gedächtnis, ey, ich bin alt. Das Blöde ist, das Spiel kann sich auch nicht, Vince, das Spiel kann sich auch nicht so gut merken. Wo es vorher, nee, pass auf, du sagst, du kannst dir es nicht gut merken. Ja, das Spiel hier selber kann sich leider auch nicht so gut merken, wo welches Symbol ist. Oh nein. Müssen wir uns generell Symbole merken und dann? Wir machen Folgendes, lass es mich erklären. Wir spielen das standardmäßige Kinderspiel. Ich packe meinen Memory. Koffer. Nee. Du musst immer eins hinzufügen. Meinen Koffer. Wir spielen wirklich diesen Klassiker. Ich wollte zum Ende nochmal was haben, was alle kennen, theoretisch. Und was nochmal so richtig schönen Abschluss ist. Folgendermaßen funktioniert das. Wir spielen hier jetzt Reihe um. Vince startet, dann May, dann Feldi, dann Andi und dann kommt wieder Vince dran. Sobald jemand was Falsches aus der Reihe nimmt, ihr habt kein Zeitlimit übrigens, ne? Ihr könnt einfach, also ihr solltet natürlich jetzt nicht ewig brauchen, aber es ist kein Zeitlimit. Das um die Uhrzeit, ja, Alisa. Das ist ja genau das. Was glaubst du denn, warum das Spiel am Ende ist? Das ist schon Sinn, das hat schon seinen Grund. Also. Du bist so evil, ne? Ihr sagt. Das ist echt evil, Alter. Ich bin halt, das ist der Job eines Game Masters und Game Designers. Deshalb mag ich Lehrer nicht, ne? Sorry, aber also wirklich. Die habe ich vermisst, Alter. Die habe ich vermisst. So, also hier. Folgendermaßen. Vince startet, packt was in den Koffer. Ich bitte euch tatsächlich darum, dieses Spiel tatsächlich auch in alter Manie zu spielen. Das heißt also, ihr kommentiert, ich packe meinen Koffer und nehme, ne, das Übliche. Alles klar? Ihr könnt euch die Zeit lassen. Das ist unser Pool, ne? Das ist euer Pool, genau. Ihr klickt dann einfach das entsprechende Icon an. Das ist natürlich erschwert dadurch, dass es monochrom ist und dass es jedes Mal random ist, ne? Aber trotz alledem, ihr habt kein Zeitlimit. Okay. Lieber Chat, eure letzte, ich sage am heutigen Abend, das letzte Mal, Voting Start. Okay. Darf ich anfangen, oder? Nee, noch nicht. Wir stimmen erst ab. Scheiße, Alter. Das werde ich so verkacken, ey. Hör doch, ich zu roten. Das verkacke ich. Darf man das Publikum beeinflussen eigentlich? Darf man theoretisch, ja. Hört auf mich für mich. Okay. Zu. Hör auf jetzt, Feldi. Wir haben ein Voting. Oh, 21 Leute sind immerhin noch gewillt abzustimmen. Ich glaube, es wollten noch ein paar mehr, aber da war dann leider die Zeit schon. Mach mit! Jetzt alle im Chat! Nee, das Voting ist durch. Ich bin gerade animiert hier. So. Wenn ihr eins fallt, ich sag nur so viel, ne? Wenn jemand was, nur damit das keine Verwirrung gibt, weil das gab es in einem Testspiel, ihr fangt, also wenn einer jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich jetzt beispielshaft, Feldi sagt zum Beispiel ein Falsches in der Serie, ja, dann kriegst du instant deine Punkte. Sofort.
Du siehst dann direkt deine Votes, aber das ist das erste Mal und das einzige Mal, dass in diesem Spiel nicht alle diese Vote-Balken hochgehen, sondern immer nur das von der Person, die gerade rausfliegt. Okay. Das hat folgenden Grund. Angenommen, Feldi hat jetzt einen Fehler gemacht. Ja? Dann kriegt er seine Punkte, dann macht Andi weiter. Mit derselben Sequenz im Übrigen. Also du fügst dann einfach das hinzu, was Feldi hinzu hätte fügen müssen. Aber ab dem Zeitpunkt gibt es doppelte Punkte. Wenn der nächste rausfliegt, gibt es dreifache für den vorletzten. Und sobald nur noch einer übrig ist, kriegt er das vierfache. Alles klar? Das heißt also, erste Person, die rausfliegt, kriegt die normalen, zweite Person das doppelte, dritte das dreifache, vierte das vierfache. Alles klar? Wow, okay. Okay. Dieses letzte Spiel, nutzt eure letzte verbliebene Müdigkeitskonzentration. Ich meine, wir haben es 9:30, ich kann es verstehen, wenn euch ein bisschen müde ist. Aber das letzte Spiel für heute. Ich packe meinen Koffer, wenn es beginnt. Los geht's. Ich packe meine Koffer mit einem Keyboard. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Keyboard und einen Luftballon. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Keyboard, einen Luftballon und ein Du musst Gamepad. Das anklicken, Jon. Ach so, Entschuldigung. sorry. Alles gut. Keyboard. Scheiße. Nein, wie hast du doch gesagt, Digga. Seid nicht hektisch. Deswegen gibt's hier kein Zeitlimit. Okay, Moment. Digga, das passiert doch nur wieder mir, ne? Verdammte Scheiße. Lass dir Zeit, ich starte auch keinen Timer. Das 99. ist wirklich das. Oh, Andi. Was war? Alter, ich glaube aber, dass da hast du den. Die gebraucht hätte. Ich glaube, mit so viel Spannung hast du, glaube ich, noch nie auf eine Maustaste gedrückt, oder? Nee. Ich bin immer noch angespannt. So, Andi. Ich mache hier gar nichts, ne? Das läuft automatisiert. Ihr macht das für euch. Ihr müsst das selber anklicken, bitte. Heißt, okay, ich nehme mein Keyboard. Ich nehme Luftballons mit. Und ich nehme auf jeden Fall voll krass eine Kamera mit. Nee, leider nicht. Was? Was? Nein, das war was anderes, Digga. Leider nicht. Du bist der Vierte, mein Freund. Das tut also mir so jetzt leid. Das tut mir jetzt leid. Okay. You left. So. Badum. Das war's? User left your channel. Falsch gelaufen. Was? Das war jetzt leider ärgerlich. Ich sag jetzt aber auch nicht. Komm, lass bitte nicht zu lange Pause machen, weil sonst ist es womöglich aus dem Gedächtnis wieder. So. Ich zeig nur kurz das Voting. Ja. Für dich waren, wie es irgendwie zu erwarten war, über die Hälfte 52. Dadurch kriegst du immerhin 48 Punkte. Für diese Runde. Wir machen direkt weiter. Increasen den Multiplikator auf 2. Und Vince macht halt. Packe meine Koffer mit Keyboard, Luftballon. Boah, was ist das? Warte mal, wo ist das denn? Mein. Hä, wo ist das denn? Gamepad? Sonnenbrille. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Keyboard. Luftballon, einen. Wo ist der Controller, eine Sonnenbrille und ich nehme mein Kleidchen mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Keyboard. Luftballon, Gamepad. Digga. Moment. Sonnenbrille und das Kleidchen und den 8-Ball. Packe meine Koffer, Keyboard. Alter, was sind denn die Schienen schon wieder hin, Alter? Oh nein! Wie? Das war es leider nicht. Ich hab die ganze Zeit Gamepad im Kopf. Das war es leider nicht.
Digga, damit ist Vince, damit ist Vince raus. Sorry mit für das Sch, aber ich möchte halt vermeiden, dass, möchte ich damit nicht in den Mund fahren, aber ich möchte halt, dass das im Memory bleibt. Ja. Ne? Wir gucken uns kurz das Voting an. Wir sind bei Vince, du hast tatsächlich 0% und kriegst dadurch 200 Punkte. Stark. Damn. Bist aber jetzt leider raus. May macht weiter. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit Keyboard, Luftballon, ein Gamepad, dann die Sonnenbrille. Ich sag's nur kurz für den Chat. Ich rede deswegen so, und weil ich möchte, dass ich weiß, wie hart das ist. Ich möchte, dass die sich konzentrieren können. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Keyboard, Luftballon, Gamepad. Wo ist er denn? Sonnenbrille? Kleid? Bist du? Ich seh nichts. Kleid. Ah, hier. Kleid. Eightball und Drache und Sarg. Okay, was auch immer du vorhast. Luftballon, Gamepad, wo bist du? Gamepad, Sonnenbrille, Kleidchen, 8-Ball, Drachen und du hattest den Sarg mitgenommen. Und ich nehme mit einen Pumpkin. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Klavier, Luftballon, Gamepad, Sonnenbrille. Das war stark von May, ja. Absolut. Kleid. Das war mega stark, aber hier, Feldi macht das auch stark. 8-Ball. Der zögert immer so beim 8-Ball. Drache. Komm, dein eigenes Sarg. Ja, sehr gut. Ihr hört mich gerade nicht, ne? Pumpkin. Oh, stark, Alter. Jetzt ist... Aber May ist stark in dem Spiel. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Keyboard, ein Luftballon. Also sie rasiert wieder gerade. Controller. Sei nicht hektisch. Sonnenbrille. Kleidchen. 8-Ball. Dann. Einen. Krass, ne? Ich hab gerade gedacht. Also, ohne es böse zu meinen, aber die beiden liefern sich gerade ein Battle. Ein Drachen. Crazy. Dann ein Sarg. Ein Pumpkin und einen Einkaufswagen. Stark, May. Stark, und ich Alter. Ich nehme noch mit ein Geschenk. Boah, stark, Alter. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Klavier. Ich auch, Lisa. Gamepad. Ich guck gerade auch nur zu. Ich muss hier nichts mehr machen. Das läuft von selber. Gamepad, Kleid. Oh. Nein, Sonnenbrille! Oh. Es war die Sonnenbrille. Oh. Es war die Sonnenbrille, dann das Kleid. Alter, war das spannend. Ey, der Chat, der war genauso angespannt. Alter, alter Finne. Boah. Ey, ich hab auch, also mir ging es auch teilweise wirklich unter die Haut, Leute. Also krasser Scheiß. Aber hätte ich jetzt bestimmt noch 3 Runden geschafft. Also mit visuell bin ich sofort dabei. Hat man gemerkt. Hat man gemerkt. Sehr strong. Hat man gemerkt. Bis zum Sarg kommst du, Marliri, weil das ist tatsächlich auch nicht mehr weiter, ne? Nach dem Sarg, also wir haben ja Keyboard, Luftballon, Controller, Pumpkin. Sonnenbrille, Kleid, dann der 8-Ball, dann der Drachen, dann der Sarg, dann der Kürbis, und dann der Einkaufswagen und Geschenk wäre jetzt noch gekommen dann am Ende. Genau. Also, gucken wir mal,
ne, Feldi, auch leider Gottes, da du relativ weit vorne bist, auch relativ stark bewortet worden auf 48%. Aber immerhin das Dreifache. Also kriegst du ja immerhin knappe 150 Stimmt. Punkte. Nicht ganz, aber beinahe, ja. Ja, klar, war irgendwo vorhersehbar. Das Ding ist, wir brauchen jetzt kein Panel mehr, weil May ist die Letzte und kriegt jetzt das Vierfache. Wer mitgerechnet und aufgepasst hat, hat festgestellt, dass wir 52 und 48 hatten. Du hattest auch 0 und kriegst damit deine 400 Punkte. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr krass stark. Und liebe Menschen, ich möchte kurz mal anmerken, dass das, und wir scheißen jetzt auf die Anzeigen, ich sag's euch gleich nochmal, weil die Zahlen sind jetzt wieder falsch, ich will jetzt nicht spoilern. Guckt bitte mal gerade ganz kurz, was jetzt hier passiert. Wow. Das führt nämlich dazu, dass May noch gewonnen hat. Mega stark, Alter. Mega, mega stark, May. Willst du was sagen zu deiner Feier? Hat die das noch rumgerissen, ey? Krass. Hat die das Lenkrad noch rumgerissen? Mit 1156 Punkten. Starke Nummer, ey. May, wirklich. Dafür, dass am. Krass. Dafür, dass es am Anfang. Das wirklich, wirklich, wirklich. Das war echt. Ich hab selber gerade. Also, ich bin jetzt aufgeregter, als ich es heute Abend am jemals war. Weil das war gerade ein richtig geil. Das, aber vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich das Spiel ans Ende gepackt habe, weil das ein geiles Finalspiel ist. Und ich. Ey, das Wiederholung. Diese Wiederholung. Oh, du bist mit Ohren. Fällt ja nicht gewonnen. Prost, ey. Ja. Danke, Leute. Ey, ich, ganz ehrlich, ich bin richtig dumm, ich weiß nichts, aber gib mir Farben, gib mir Bilder, dann bin ich dabei. Das war hier mein Time to shine. Ich kann nichts raten, aber das kann ich. Ey, aber du hast das Game, du hast ja durch das Game jetzt auch wirklich den Abend geholt. Du warst, hier wärst auf Platz 3 gewesen eigentlich. Jetzt bist du halt, weil auch der, aber auch, das ist aber auch, hier, das wäre nicht passiert, lieber Chat, ihr seid da auch mit Schuld dran, weil keiner gerade eben May gewählt hat bei der Abstimmung. Und dementsprechend, das hat ihr die 400 Punkte gegeben. Hätte, wäre es auch nur ein bisschen weniger gewesen, weil guck mal, wir gucken gerade noch mal kurz rein. Das ist nicht weit voneinander weg. Die Zahlen stimmen jetzt tatsächlich, spannenderweise. Ja, die stimmen jetzt. Und guck doch mal bitte, 1156 versus 1123. Das ist wirklich nicht viel. Das heißt also, teilt die nur wirklich 5% oder so. Wenn du 5% Votes gehabt hättest, May, dann hättest du das nicht gekriegt. Denn dann, das mega. Ich meine, das ist so knapp gewesen. Auch wenn es hier um nichts geht, ne, und wir um den Spaß gespielt haben. Aber es ist trotzdem schon spannend gewesen jetzt am Ende. Alter, war das spannend. Das war trotzdem spannend genug. Aber wow. Das ist so cool, dass man so zum Schluss halt auch noch voll viel Punkte holen kann, wenn irgendwie. Ja, deswegen ist das so. Also ich finde auch gut, dass halt die Games auch so wirklich, weil, ey, mit Raten kann ich nix, mit, keine Ahnung, Alkain und weiß ich nicht und Stoffen kann ich nix und ich, keine Ahnung, kann ich um Ecken denken, aber da war ein Spiel jetzt dabei für mich. Also. Ja, das ist, aber das jetzt versteht er auch, was ich gemeint habe, als ich immer gesagt habe, nee, ist kein klassisches Quiz, weil ist es ja nicht. Also das Einzige, was am nächsten noch dran war, glaube ich, war tatsächlich das, die Schätzfragen am Anfang. Bus mit Ohren, wir haben für Fannys Niederlage gesorgt. Fanny, konntet ihr nur? Ja, wie konntet ihr nur? Ja, hier, Lille, ich hab's gesehen, aber das war zu spät. Du warst, glaube ich, nach dem Timer. Beziehungsweise hier war schon. Wie gesagt, berechnet bitte immer den Delay mit ein, weil ihr seht ja das Bild ein Tickchen später. Das heißt also, wenn bei euch noch Timer läuft, zählt der das hier schon nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch so eine Verzögerung machen, dass der noch ein Tickchen länger das zählt. Das Problem dabei wäre nur gewesen, dass er dann halt das noch abändert. Nachdem der Timer schon auf 0 ist, ändern sich noch die Ergebnisse. Sähe dann auch irgendwie weird aus. Deswegen wollte ich es nicht machen. Also Lide, deswegen sorry. Aber sind wir jetzt mal froh drum. Also zumindest Make halt froh drum sein. Wenn du für wen anders gewesen bist, dann tut es mir natürlich leid. Weißt du nicht, aus wessen Community du kommst? Findet die Vote-Anzeige leicht verwirrend. Was war das jetzt davor? Was? Ach so, für die Votanzeige nehme ich gleich verwirrend. Was meinst du jetzt, Mistress Toffifee? Mhm. Die Votanzeige leicht verwirrend. Weil sie wahrscheinlich, also, weil man voten muss für jemanden, für den man eigentlich wahrscheinlich nicht ist. Weil man votet ja normalerweise für jemanden, den man. Hence, Kampf der Chaoten. Aber es ist ja, ich finde, das ist auch cooler, halt, dass es untypisch ist, dass man. Am Anfang habe ich gedacht, dass Mate so. Ja. Ach so, auf jeden Fall. Das balanced das ja auch irgendwie, ne?
Ich finde das viel interessanter, als wenn du jetzt standardmäßig so sagst, ey, ich vote aber für den, weil ich mag die Person oder was weiß ich. Oder du bist genau. Ja, und das mit dem Balancen ist ein guter Faktor. Entschuldige, Vince. Achso, ja. Nee, du, ich hab dich abgebrochen. Nee, ich bin fertig. Achso. Ich bin fertig. Nee, weil ich wollte nur sagen, das mit dem Balancen ist ein guter Faktor, weil das ist nämlich die Idee dahinter. Weil wenn du für Leute voten sollst, dann ist das schwierig. Ja. Wenn du aber einfach nur für eine Person bist, aber dann drei andere zur Auswahl hast, die du voten kannst, dann verteilt sich das halt viel krasser und viel RNGiger. Guck mal, naja, hab anfangs gedacht, dass May 3 ist und nicht 2 und darunter, nein, eher die Aufteilung, wie es geschrieben ist. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich kann, wie gesagt, hier, ihr Lieben, ich bin dankbar um jedes Feedback, weil das war ja deswegen machen wir ja heute die Pilotfolge. Und alles, was jetzt heute nicht ganz reibungslos lief oder auch für euch vielleicht ein bisschen verwirrend war, nicht mit Komma trennen, sondern mit Strichen, okay? Ich will aber nochmal sagen, ne? Angezeigt wurde. Ey, Chat, echt strong von euch, ne? Dass ihr immer für die Underdogs wart, ne? Ja, aber wirklich, ihr wart sehr fair. Finde ich richtig nice. Sehr, sehr stark. Das stimmt. Kann man auch nochmal hier applaudieren für den Chat. Es war richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht. Man konnte so richtig schön mit den Leuten zusammenspielen. Und auch so, also so mit allen irgendwie. Man hat nicht das Gefühl, so, oh, man hat den Chat nicht. Das war ja so. Nur andersrum. Erst waren die Zahlen, dann die Namen. Oder nicht? Ich mache nochmal gerade ganz kurz den Voting-Screen auf. Aber jetzt könnt ihr auch von mir aus machen, aber ich wollte es nur gerade nochmal sehen. Ja, es ist jetzt erst die Zahl, dann der Name. Ja. Um mich zu sabotieren, Nina, ja. Ach. Ja, okay, aber 8, 2, May, 3, ja, stimmt. Das ach, sieht so aus, hast du es dir gerade an, siehst, guckst du gerade, May? Ja, ich hab hier das gerade offen. Ja, so sieht's halt im Stream aus, ne? Ja, ich seh's. Den Slash nach den Zahlen, ja, okay, verstehe ich. Slash. Okay, Für den Game, ach, danke, ja, dankeschön. Und für euch auf jeden Fall auch. Wollte gerade sagen, mehr als ein Herz, lieber Chat. Ihr habt richtig geil, wart richtig cool dabei. Wir hatten ja wirklich bei keiner Abstimmung unter 15 Votes. Fand ich cool. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir heute im Schnitt hatten. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe die Zahlen nicht hier offen, aber die Voting-Zahlen. Kann man das im VOD sehen eigentlich? Ich glaube nicht. Aber ich kann es sicher in den Stats schon später. Also, aber trotzdem, das wäre eigentlich mal interessant. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so auf Zahlen fixiert, aber gerade bei dem Spiel würde es mich mal interessieren, wie quasi so das Viewer-Vote-Verhältnis gewesen ist einfach. Das wüsste ich gerne. Wie viele Prozent von denen, die da waren, auch wirklich mitgestimmt haben. 60 bis 70, ja, oh krass, dann haben aber doch sehr viele gelurkt tatsächlich, wenn wir 60 bis 70, also im Schnitt 60 bis 70 oder immer, Mensch, also, oder? Soll doch mitmachen, die Leute, was soll los? 60 bis 70. Kann man bei so einem Spiel lurken? Also geht ja nicht. Deine Interaktion mit dem Chat, während die gespielt haben. Ja, das war gar nicht geplant ursprünglich, aber ich dachte mir, bevor ich euch jetzt da hängen lasse, und ihr schreibt ja ganz viel und habt auch coole Ideen gehabt zwischendurch, hier auch gerade eben zum Beispiel, ne, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe, als ihr gerade eben Ich packe meinen Koffer gespielt habt, habe ich mich auch gemutet im Discord und habe kommentiert, habe wirklich halt selber mitgefiebert mit dem Chat. Weil das war ja ein Spiel, wo ich nichts machen musste, das läuft von selber. Ja, das ist mega gut. Oh, das ist nicht cool. Schlecht hier, Mina, dein Vorschlag. Den finde ich okay von Formatierung her. Den finde ich, muss man halt mal ausprobieren. Ich muss es halt wirklich mal reinklatschen in die Maske und dann muss man schauen, vielleicht sieht es mit der Font auch wieder kacke aus. Werbepause. Ich bin mal gespannt, wie das Game aussieht, ne? Wir haben ja jetzt nur unsere Game-Maske gehabt, ne? Ja, also viel anders sieht es nicht aus. Also meistens, denk dir einfach wirklich meistens eher die Input-Felder und die Buttons weg, die du hattest. Und über den Punktefeldern ist immer noch mal so eine die Webcam gewesen quasi. Also zwischen Name und dem Punkt war noch so ein Cam-Frame. Und bei mir oben auch. Also quasi da, wo bei euch oben das Spiel immer steht, da ist bei mir dann, da ist quasi das Spiel, es steht ein bisschen weiter unten und da drumrum ist der Cam, der Webcam-Frame. Ja, stark. Aber sonst sehen die Spiele im Prinzip gleich. Ich wollte es tatsächlich auf YouTube hochladen, ja. Wobei ich da noch nicht sicher bin, ob ich das cutten. Was sagt hier, lieber Chat, was sagt denn ihr für den Fall, dass man sich das nochmal angucken will? Klein cutten in Untervideos pro Spiel 1 oder eine lange Wurst mit 4 Stunden? Boah, nee, ich würde es runtercutten. Ich hätte es auch gecuttet. Das wäre jetzt mein erster Instinkt gewesen. Für Aufwand und Pacing, glaube ich, auch. Ja, das ist definitiv. Ungecuttet. Lange YouTube-Videos sind momentan am Stück. Oder machst beides. 4 Stunden guckt niemand. Cutten. Okay. Ich lese jetzt mehr Cutten als langlassen. Ich weiß, was du meinst mit lange YouTube-Videos sind im Trend. Ich sehe es auch recht häufig, aber halt dann doch. Ich glaube, das Pacing ist halt wirklich besser, wie Vince schon sagte auch gerade eben. Ja, guck mal, da machen wir eine Playlist draus, dann ist es ja wie am Stück eigentlich. Stimmt, ja. Ist vollkommen richtig, dann cutte ich das. Aber dann muss ich die Cuts vielleicht immer am Start von einem Spiel machen und das Gelaber lasse ich immer hinten dran, weil das ist dann auch immer noch cool, weil da reden wir ja immer noch ein bisschen über so und so war das Spiel.
Ja, cool. Da, ich guck mal. Ich muss erstmal das VOD runterladen. Ich habe leider Gottes, ist mir mittendrin erst aufgefallen, aber dann wollte ich es auch nicht mehr starten. Vergessen, hier bei mir auf Record zu drücken. Ich wollte es eigentlich lokal aufnehmen. Habe ich ja leider vergessen, aber ich ziehe mir einfach mein eigenes VOD. Ist ja kein Problem. Ja, jetzt müssen wir denen natürlich alle noch auf YouTube folgen, ne? Ja, man muss auf jeden Fall. Zwangsläufig. Andernfalls darfst du hier... Link rein. Einer von den Mods einmal einen Link. Sie, ich bin natürlich YouTube? Schon Abonnent, sehe ich gerade. Ach, ja, selbstverständlich. Wegen dem Trailer. Ich muss dann tatsächlich jetzt auch, also ich habe das tatsächlich jetzt auch so ein bisschen, ich muss einfach auch mal wieder was machen. So, das ist, mein letztes Video ist, glaube ich, auch schon 10 Jahre alt oder so, also, gefühlt. Nee, stimmt gar nicht. Zwei schon, glaube ich, oder? Also mit Ausnahme vom Trailer jetzt halt, ne? Ah ja, danke, komm, schreibt's doch alle noch rein, wie wär's denn? Ja, so muss das. Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Dann noch wiederholen das Video. Die Vince zieht die runter und dann verschwinden sie trotzdem. Ach so, nein. Ich habe meinen Ordner, wo meine ganzen Videos. Ich hab schon eine Ordnerstruktur, keine Sorge, das kriege ich hin. Wenn was das ist das eigentlich ist, für ein Logo? Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Ich habe auch letztens auch gesehen, dass das ein altes, also es ist ein L für L, ne? Und dann, das ist der Türknauf. Ich nenne es immer gerne das Spiegelei, weil es das alte Logo. Ich habe eigentlich mittlerweile ein neues, aber ich habe den ganzen Kanal ja noch nicht rebrandet. Der ist ja noch mein altes Layout. Sieht aus wie ein Geist mit einem Auge, so. Ja, das sieht aus wie vieles. Ich habe da schon vieles gehört. Genau, gerne hier ein Follow da lassen, wenn es euch Spaß gemacht hat, weil das Spiel werde ich definitiv öfter machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr hier, ihr lieben vier Mitspieler und in Bock dran hattet, dürft ihr natürlich auf jeden Fall gerne auch wieder mitspielen, wenn ihr möchtet. Dann natürlich nicht mit den gleichen Spielen, oder vielleicht gleiche Spiele, andere Fragen, aber nicht alle gleichen Spiele, sondern ich denke mir dann schon wieder was Neues aus. Oh, Christian, danke schön. Was? Krass. Das war doch geiler, oder? Also ganz ehrlich, ich hatte wirklich Spaß heute Abend. Und, das freut mich. Ich weiß nicht, die anderen Contester so, das war ja wirklich legit. Das war wirklich ein bisschen ein Anreiz heute. Ihr wart wirklich geil. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitgespielt haben. War krass. Auf jeden Fall. Danke auch. Also, danke euch allen. Ich muss sagen, dass wir uns alle nicht so richtig kannten. Haben wir uns richtig gut vertragen, so, ne? Auf jeden Fall. Total, ja. Das ist so Sinn der Sache, oder? Ja, eben. Das ist halt ja, aber so. Es ist nicht immer so. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man so gut miteinander klarkommt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ist gut. Fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Und ich habe sogar noch gewonnen zum Schluss. Guck mal, der Hut fällt ja schon weg. Guck mal her. Gewonnen. Danke, Marie. Man hat die Anspannung gespürt. Krasse Atmosphäre zum Mitfiebern. Ja, finde ich auch. Gute Nacht, Masun. So, danke, dass du da warst. Wann kämpft ihr? Ja. Nächste Folge heißt dann Schlägerei der Chaoten. Jawohl. Frankfurt Hauptbahnhof, let's go. Grüße an allen. Frankfurt Hauptbahnhof. Er weiß schon die Ecke. Ah, oh, scheiße. Danke, dass ihr da dabei wart, ihr Lieben. Auf jeden Fall. Ach, Leute. Toll. Mega. Stark. Ja. Also nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe es oft gesagt. Ich sag's gerne nochmal. Vielen, vielen Dank an alle, die heute im Chat waren. Mega. Ohne euch würde das Spiel nicht funktionieren. Gleitgel, Sumo-Ring. Ich wollte nur sagen, danke. Let's go. Ich glaube. Feldi und Andy, also May, ne? Also müssen wir aufpassen, aber so Andy und Feldi, da habe ich keine Hemmungen, da können wir. Bei mir muss man aufpassen. Ja, nicht, dass ich. Was war das, die Zeitflug, sowas von davon? Keine Sekunde Langeweile gehabt, das ist doch cool. Pausenlose Unterhaltung. Frechheit. Let's go. Vince, du schimpfst mich immer sein. Auf Instagram. Sprachnachrichten. Hier, du bist raus nicht. Weil Schnucks, bevor die Nachricht wieder weg ist, weil Schnucks Official gerade fragt, ist das immer mit der Gästezusammenstellung geplant oder immer mit neuen Gästen? Das ist noch die Frage. Also ich glaube, mit neuen ist besser tatsächlich. Also wir müssen nicht das ganze Panel austauschen. Wir können es auch gerne wieder machen, aber ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, wenn ich das ganze Panel austausche, muss ich ja erstmal wieder vier Leute davon überzeugen. Also vielleicht machen wir immer so Rotation. Aber ich würde es gerne nochmal in dieser Runde auch spielen, weil ich fand die Runde sehr lustig. Wenn ihr da auch wieder Bock drauf habt, natürlich nur. Klar. Aber, das war gut. Wir müssen, also, wie gesagt, gerne. Ich hab aber, ihr Lieben, auch an die, die im Chat dabei sind, ne? Und das ist jetzt kein Macht mich Fame, ihr Bitches, sondern das ist wirklich auch im Sinne dieses Spiels und auch in eurem Sinne, wenn ihr da Spaß dran habt, dann würde ich euch darum bitten, gebt dem Ding auch mal ein bisschen breite Öffentlichkeit, weil ich meine, wenn wir nächstes Mal Leute dabei haben wollen,
brauchen wir auch wieder Leute. Na? Sind Raid-Vorschläge erwünscht? Oh ja, gerne. Können wir machen. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Einfach so Rocket Beans. Vincent Lee Raid. Da gehen wir unter. Vincent Lee Raid. Ich bin offline. Ich bin geil. Da. Mega. Ich bin da. Ich bin weg. Danke, ich bin weg. May hält den Titel. Genau. May hält den Titel. Mann, aktuell. Meister Chaotin. Ich weiß nicht, wir müssen uns noch einen Namen überlegen für die Person, die das gewinnt hier. Bekommt May einen Gürtel? Also, ja, selbstverständlich. Ein Gürtel? Titelverteidigerin. Ja, aber wir machen schon, machen wir schon mal was online ist, wa? Stell dich gerne. Es könnte ja auch eins von den Produkten sein, die wir raten mussten, oder? Stimmt. Die kriegt so einen Helm. So. Hier, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte nur sagen, wegen der Raid-Vorschläge, ich bin halt in dem Game nicht so krass drin, ich kenne nicht so viel, also ich schreibe jetzt hier viele Namen rein, ich kenne die alle nicht, da müssen mir jetzt auch meine Kollegen hier helfen, ich weiß nicht, wer. Energy, oh, danke, wer ist denn online? Wer ist denn online hier? Guck mal. Also ich habe viele online, aber... Könnte mal alle also aufrufen, die ich immer dafür... Wer verdient denn? Okay. Wer? Enshigi. Shigi? Enwikulo, vielen Dank. Shigi. Vielen Dank. Nico? Okay. Nico macht ja Musik gerade, ne? Wir können mal Werbung. Mega. Wir haben jetzt gerade erst nochmal Werbung. Kurz vorm Raid. Okay. Stark. Wundervoll. Ich muss da echt nochmal die Settings ändern. Kommt dann mit, ne? Ja, auf jeden Fall, und bitte. Und haut dem Nico. Ey, wir brauchen einen geilen Raid-Text. Ja. Kampf der Chaoten. Was ist mit Andi? Das Bild ist weg. Oh, sorry. Ja. Einfach geschlossen alles. Oh. Entschuldigung. Okay. Mann, ich hab dich gewonnen, Mann. Jesus. An die Rage Quit, ja. Ich muss leider offline. Danke, vielen Dank, dass du trotzdem da warst. So? Nee, es Mach's war gut. Nicht. Ich hab bei Twitch gesehen, wer online ist. Kampf der Chaoten, Raid. Ja, komm, ey. Da, komm mit, verdammt nochmal. Ey, jetzt 2 Sekunden, nicht vor dem Segen aus der Kirche hier raus. Oh, Kampf der Chaoten-Raid, los geht's. So würde sie das machen in der vor Kirche. Vor dem Segen aus der hier, Kirche raus. Du wartest, bis der Pastor fertig ist hier. Ja, vor dem Segen aus der Kirche gehen. Ach, ihr Lieben, hier, ich wollte nur sagen, ich werde das mit den Videos nur nochmal als abschließendes Ding, weil wir das vorhin noch hatten mit den VODs. Ich werde das mit den Videos so machen. Ich werde das VOD gleich direkt runterziehen, sobald es ready ist. Das mache ich heute Nacht noch. Vielleicht muss ich das auch über Nacht machen, weil das wird wahrscheinlich so eine 30 GB Twitch-Datei. ist doch so. Das ist, ich meine, wenn meine 1-Stunden-Streams schon 5-6 haben, dann will ich gar nicht wissen, wie lang das jetzt ist. Ich werde das dann cutten, möglichst brauchbar auch irgendwie, und dann werde ich das, ich lade das einfach alles in einem Schwung hoch, würde ich sagen. Ich mache jetzt nicht noch so was mit jeden Tag eine Folge, ist auch Bullshit, oder? Oder ist das für einen Algorithmus besser? Ich kenne mich mit Social Media nicht aus, keine Ahnung. Nein, mach das nicht. Alles in einem. Okay, Gleitgel auf Nummer 1 direkt als Instagram-Ding und so. Das hört ja heute nicht mehr auf mit dem Gleitgel. Ich schwör's euch, das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Ich dachte, es wäre was anderes. Ich dachte, das wäre wirklich was anderes. Das ist wirklich. Dankeschön. Das war eine fixe Idee von mir und jetzt ist das Gleitgel, ich krieg das nie wieder weg. Es geht einfach viral, nutze es, bam, bam. Ist so. Du fragst der 10, was du nutzen sollst. Oh, Nico, machst du das? Ja, nice, Alter. Ach, Leute, mega. Nein, das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht, es war geil. Es war wirklich cool, es war wirklich eine schöne Sache. Mir auch, wenn ich das mal so sagen darf. Hat es auch Spaß gemacht. Ey, danke dafür. Also wirklich krasses. Ich habe auch richtig Spaß gehabt. Und ich bin richtig froh, dass ich euch so kennengelernt habe. Also ich meine, auf jeden Fall. Winzer, ich kenne dich ja, aber Feldi. Ja, aber geredet haben wir so in der Form auch noch nie, ne? So, also getalkt. Nee. Das haben wir auch noch nie gemacht. Obwohl du und ich, wir haben schon telefoniert, aber ich habe jetzt zum Beispiel mit Vincent noch nie. Wir haben schon telefoniert? Nein, oder? Wann haben wir denn telefoniert? Bitte mehr. Doch, wir haben schon mal telefoniert. Da habe ich doch noch gesagt, dass du so eine krasse Stimme hast. Und haben wir mal telefoniert, glaube ich. Nein, aber nicht. Du damals hast bei deinem OnlyFans-Account. Habe ich dich bezahlt, du Bitch. Andy macht das so, der will dich dazu animieren, dass du OnlyFans machst. Merkst du schon? Alter, du hast, aber was ist mit dir los, Luca? Du hast auch wirklich eine krasse Stimme. Also wirklich. Dankeschön. Bedanke ich mich auch bei meinen Eltern, dass sie mir diese Stimme vererbt haben. Es ist ein Segen. Nein, aber nee, jetzt ernsthaft. Freut mich, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr dabei wart. Wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis. Wir sollten mal jetzt hier langsam rübergehen, ne? Aber trotzdem, gerne nächstes Mal. Ach, schau mal, geil. Dann sind wir noch live? Sind wir noch online? Weiß ich nicht. Was? Wo? Ist der Raid schon durchlängst? Ja, wir sind noch online. Ich dachte, wir sind offline. Sorry, ich wusste nicht. Nein, wir gehen jetzt noch.
So, ich wusste das, nicht mal, ich wusste nicht mal, dass das schon läuft, weil ja oben immer noch dieses Voted 1 bis 4 für die Antwort-Scheiß-Ding angepinnt ist. Ich weiß gar nicht, sind wir schon weg? Was? Kopier den Text, wir sind noch nicht weg. Kopier den Text, wir gehen jetzt. Wolltest du zu Nico gehen oder wohin? Bleib in der Kirche. Ja, würde ich machen. Bleib dann, in der Kirche. Würde ich machen dann. Hier läuft nichts. Gehen wir dann zu Nico jetzt. Dann machen wir. Bleib in der Kirche. Wer macht? What the fuck, Alter. Du sollst in der Kirche bleiben, hab ich gesagt. Junge. Muss ich das machen? Ja, ich muss das machen, ne? Ja, natürlich musst du das machen. Sorry. Oh, cool, ja, da ist die Mama. Ja, ich brauch den Namen da. Ist das hier der in Chigi oder was? Oliver, ey. Ja, NC Higgy. Hör auf, hier anzuschreien. Ich mach das nicht so oft. Ich hab das lange nicht mehr gemacht. Gut, okay, dann hau rein. Ja. Fupp. Los geht's. So, kommt alle mit. Los geht's, haut Leute. Hier den Text rein. Auf geht's. Okay. Nico ist ein Supi-Dupi. Er macht jetzt Musik. Hört euch das an. Mega. Mother May Will. Was? Und wir sehen uns bei Gelegenheit. Tschüss. Alle so, winken. Auf Wiedersehen. Ja, winken. Ja, wie bei der Sesamstraße. Tschüss. Tschüss.